Wenn man, so wie ich, Musik hören und schönen Klang liebt, stellt sich die Frage, wie man am besten seine Lieblingsmusik hören kann. Deshalb möchte ich heute in diesem Video die Beyerdynamics DT770 Pro vorstellen, die, wie ich finde, zurzeit die besten kabelgebundenen Kopfhörer auf dem Markt sind. Lieferumfang: Die geschlossenen Beyerdynamics sind im Moment ab roundabout 140 Euro zu haben und kommen standardmäßig entweder mit Velour oder Kunstlederohrmuscheln. Das Kopfhörerkabel gibt es in unterschiedlichen Längen von 1,6 bis 3 Meter und besitzt einen normalen 3,5 mm Klinkenanschluss, kann aber auch mit einem Adapter, der im Lieferumfang enthalten ist, auf einen 6,35 mm Klinkenanschluss für professionelle Anwendungen erweitert werden. Zudem kommt im Paket ein kleiner Transportbeutel für die Kopfhörer. Falls man auch ein Mikrofon an den Kopfhörern haben möchte, kann man auch zu den Beyerdynamics MX300 greifen, welche die DT770 Pro mit einem integrierten Mikrofon sind. Dazu würde ich allerdings nicht raten, da diese mit 220 Euro doch relativ teuer sind und man für diesen Preisunterschied auch ein hochwertiges USB-Mikrofon erwerben kann. Impedanz: Bei den DT770 Pro kann man sich zwischen 32, 80 und 250 Ohm entscheiden. Dabei steht die Ohmzahl für den Widerstand. Je höher die Ohmzahl, desto stärker muss das Gerät sein. Deshalb ist die 32 Ohm Variante für Smartphones, die 80 Ohm Variante, die Allround Variante und die 250 Ohm Version für professionelle Endgeräte geeignet. Leider kann ich keine Auskunft darüber geben, ob die Ohmzahl den Klang signifikant verbessert, da wir nur die DT770 Pro hier haben mit 80 Ohm. Was ich hingegen sagen kann, ist, dass die 80 Ohm Variante perfekt für Smartphones und den Computer bzw. Laptops funktioniert. Verarbeitung und Tragekomfort: Die Verarbeitung ist nahezu perfekt. Ich und viele Freunde besitzen die Kopfhörer schon seit mehr als 5 Jahren und keines der Bauteile macht irgendwelche störenden Geräusche oder ist bis jetzt kaputt gegangen. Lediglich die Ohrmuscheln mussten durch starke Verschmutzung einmal nach 4 Jahren gewechselt werden, was zwar etwas fummelig war, aber mit 20 Euro noch voll im finanziellen Rahmen ist. Die Ohrmuscheln umschließen die Ohren und sorgen auch nach vielen Stunden Tragen nicht für unangenehme Gefühle. Gegebenenfalls kann es aber zu warmen Ohren kommen. Zudem sind die Kopfhörer geschlossen, das heißt, es gelangt wenig bis gar kein Sound nach außen. Dies ist für Audioaufnahmen oder auch das Sitzen in der Bahn von Vorteil. Das geschlossene Plastik an der Außenseite macht dabei einen sehr hochwertigen Eindruck und ist auch nach mehreren Jahren Nutzung unverändert. Die Weite bzw. Größe der Kopfhörer kann mit Slidern links und rechts auf die gewünschte Größe eingestellt werden und bleibt auch in dieser eingestellten Position. Somit ist der Kopfhörer auch für Menschen mit sehr großem Kopfumfang geeignet. Das Kunstlederteil, das am Bügel des Kopfhörers sitzt, ist nach 5 Jahren noch in einem sehr guten Zustand und sitzt zudem sehr angenehm am Kopf. Auch dieses Teil ist wie viele andere Teile auch austauschbar und auf der Webseite von Beyerdynamics bestellbar. Das bis zu 3 Meter lange, dicke Kabel ermöglicht zudem einen großen Bewegungsfreiraum während des Musikhörens. Dieses Kabel ist leider einer der wenigen Teile an den Kopfhörern, die nur schwer zu reparieren sind, da das Kabel fest mit den Kopfhörern verbunden ist und der Kopfhörer keine Steckfunktion für das Kabel bietet. Des Weiteren sind die Ohrmuscheln und der Kopfhörerbügel mit zwei kleinen Kabeln verbunden. Das sieht auf den ersten Blick zwar nicht so gut gelöst aus, beziehungsweise so, als würden sie nicht lange halten. In der Praxis machen sie aber gar keine Probleme. Insgesamt kann man also sagen, dass die Kopfhörer von der Verarbeitung und vom Tragekomfort ideal für ein langes Tragen ausgelegt sind. Klang: Nun zum wichtigsten Teil bei den Kopfhörern, dem Klang. Der Kopfhörer bietet einen sehr differenzierten, weiträumigen, voluminösen und relativ ausgeglichenen Klang. Dies ist vor allem bei Aufgaben wie Videoschnitt und das Produzieren von Musik vom Vorteil. Das Hören von Musik macht mit den Kopfhörern jede Menge Spaß. Auch Gaming macht mit den Kopfhörern Spaß. Durch den weiträumigen Klang ist es auch möglich, verschiedene Sounds aus verschiedenen Richtungen zu hören, was vor allem in Shootern wichtig sein kann. Wer allerdings nach sehr basslastigen Kopfhörern sucht, ist an dieser Stelle falsch.
Mit den Kopfhörern hört man die Musik so, wie es von den Produzenten gewollt ist. Ich erinnere mich noch an das erste Mal, als ich diese Kopfhörer aufgesetzt habe und auf einmal Instrumente gehört habe, die ich vorher im gleichen Track noch nie gehört habe. Fazit: Meiner Meinung nach sind die Beyerdynamics DT770 Pro die besten kabelgebundenen Kopfhörer auf dem Markt. Sie bieten einen differenzierten, voluminösen Klang, besitzen hochwertige Materialien und ein sehr hohes Maß an Reparierbarkeit. Mit 140 Euro sind die Kopfhörer für diese Qualität völlig fair eingepreist. Wer auf der Suche nach einem kabelgebundenen, mittelpreisigen Allround-Kopfhörer für seinen Computer ist, ist hier 100% richtig. Ich hoffe, dass dieses Review euch bei der Wahl eurer Kopfhörer weitergeholfen hat. Über einen Daumen nach oben und ein Abo würde ich mich freuen. Bis zum nächsten Mal.